LexisNexis Sommerfest in der Libelle im Museumsquartier dreht sich heute nicht nur alles um ein nettes Zusammensein, sondern man möchte natürlich auch die gemeinsame Zusammenarbeit in den Vordergrund stellen und einen Blick in die Zukunft werfen. Und da ist das große Thema natürlich AI in der Rechtsbranche. In erster Linie erwartet unsere Gäste natürlich Sommerfeeling, gemeinsames Networken, Austausch, Gespräche. Das ist uns am allerwichtigsten. Mir ist ganz, ganz wichtig, einmal im Jahr, eigentlich auch öfter, aber das ist eine gute Gelegenheit, einmal im Jahr so richtig auch im passenden Rahmen Danke zu sagen. Danke für die ganzen wirklich wertvollen, außergewöhnlichen, tollen Inhalte auf der einen Seite, für die gute Zusammenarbeit. Einerseits an all unsere Autorinnen und Autoren, aber natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht auch sagen würde, zurzeit steht natürlich alles im Zeichen von generativer AI und deswegen ist es natürlich auch eins von unseren Mottos. Grundsätzlich dreht sich bei uns schon sehr, sehr lang alles um das Thema generative AI. Wir bei LexisNexis verwenden ja seit vielen, vielen Jahren schon extraktive AI und auch sehr froh als Teil eines internationalen Konzerns, mit sehr, sehr viel Wissen, sehr, sehr viel Know-how auch vorangehen zu können und dieses Wissen auch nach Österreich zu bringen durchaus. Ja, Highlights gibt es viele. Ich könnte jetzt sehr lang sprechen, aber jetzt so ganz spontan fallen mir viele, viele neue Briefings ein mit ganz tollen neuen Autorinnen und Autoren. Spannende neue Projekte im Bereich AI und einfach sehr viel Austausch mit tollen Fachexpertinnen. Naja, das LexisNexis einfach die Innovation lebt und in dem Bereich viel Kraft hineinlegt und damit etwas bewegt. Und damit hat man halt Produkte, die spannend sind und wo man auch in der Rechtsberatung gefordert ist, weil jetzt nur nachzuhüpfen, was es schon gibt, ist halb so lustig, wie Dinge auch neu zu erfinden oder das erste Mal zu überlegen. Die Highlights waren sicherlich mehrmals schon Systemrichterinnen Kommentar und jetzt der Kurzkommentar oder beziehungsweise der Praxiskommentar zur Mehrwertsteuer. Ich muss sagen, es war immer toll zusammenzuarbeiten. Die Skriptenreihe haben wir aufgebaut. Also es war wirklich eine tolle Zeit die letzten 25 Jahre. Ja, eindeutig ist die großartige Zusammenarbeit bei der RDW, bei der Fachzeitschrift RDW Recht der Wirtschaft. Ich darf da jetzt schon seit über 20 Jahren beim Herausgeberteam mit dabei sein, seit einigen Jahren jetzt auch in der Schriftleitung. Und diese monatliche Zusammenarbeit, um ein tolles Produkt zu produzieren, ist einfach großartig. Für mich steht LexisNexis für schnelle und professionelle Rechercheergebnisse. Ich bin ein großer Fan der Briefings zum Beispiel. Das verwende ich, glaube ich, fast täglich im Berufsalltag. Suche Rechtsbegriffe oder Erläuterungen zu Gesetzesbestimmungen. Und dann kommen sehr schnell gute Ergebnisse, die mich sehr schnell ans Ziel führen, weil einfach das Wissen da kompakt zusammengefasst ist. Also das verwende ich wirklich wahnsinnig gerne. Ich hatte die Freude, mein erstes Buch herauszugeben, gemeinsam mit einem Professor. Und ich war auch Co-Autorin und LexisNexis war der Verleger. Wir haben schon als Kanzlei relativ viele Bücher mit LexisNexis veröffentlicht, aber ich persönlich noch nicht und habe da die Zusammenarbeit mit der Katrin Hagenauer sehr genossen. War ein ganz tolles Projekt, das sich doch über 1,5 Jahre gezogen hat, aber das dank der sehr professionellen Unterstützung von LexisNexis also sehr, sehr gut abgewickelt werden konnte. Ich bin sehr stolz darauf. Ja, wir waren beteiligt am Kontraktmaster, also wir sind die Content-Verantwortlichen beim Kontraktmaster. Das war schon mal ein kurzer Gruß nach vorne. Ich glaube, was wir wahnsinnig geschätzt haben, war die Zusammenarbeit am Diversity-Kodex. Das hat einfach alle jungen Mitarbeiter mitgezogen. Ich glaube, es ist die Professionalität, es ist die menschliche Abwicklung, bei der aber einfach extrem hoher Standard an Inhalten da ist. Es ist einfach ein guter Mix. Vor kurzem eigentlich das neue Format LexisViews nutzen dürfen und das ist, finde ich, eine besonders gute Möglichkeit, kurz und prägnant die wesentlichen Messages aus einer wissenschaftlichen Arbeit, aus einer Publikation, aus aktuellen Gesetzesänderungen darzustellen. Also das hat mich sehr gefreut, dass ich dazu die Möglichkeit hatte, aber ganz generell ist
LexisNexis immer ein guter Ansprechpartner und ein guter Partner in Publikationen ganz generell, und die Zusammenarbeit funktioniert immer besonders gut.